Hallöchen, hier ist Kyok und es geht weiter mit Sonic Mega Mix, dem Sonic Hack von Sonic 1 für den Mega Drive. Im letzten Part haben wir die Metallic Base angefangen. Zwei knallharte Level, wie ich fand. Und jetzt sind wir halt bei 3 und es geht halt auf das Finale zu. Ich dachte mir, ich baller jetzt nicht alles in so einen langen Part. Oh, Wasser. Oh. Ich kotze jetzt schon ab. Ohne Witz. Ja, ist doch ein schöner Anfang für einen Part, ne? Bin gleich angefressen, weil ich dachte, mit Misty Maze hätte ich diesen Teil ein für alle Mal überstanden. Aber Pustekuchen. Hier sind doch überall nur diese Eggy-Dinger. Oh, das ist wenigstens ein Schutzschild, das ich wahrscheinlich eh gleich verlieren werde. Na los, komm schon da raus. Wir atmen heute etwas Luft an. Wenn denn irgendwo etwas Luft wäre. Morgensternzeit. Los. Gimme. Air. Dankeschön. Ha. Ich weiß noch ganz genau, was passiert, wenn man so wenig Platz hat. Und da so eine verlockende Box ist. Genau. Instant. Tot. Puh. Ich nichts dagegen, wenn die sich in den Tod stürzen. Und uns da hoffentlich in Ruhe lassen. So viel zu hoffentlich in Ruhe lassen. Los, haben wir deine restlichen weggeglitscht? Ja. Wie auch immer das funktioniert. Ich habe das noch nicht ganz so gecheckt. Aber aus irgendeinem Grund sind dann immer alle weg. Ja. So, versuchen wir ein bisschen hier durchzukommen, was natürlich nicht funktioniert. Los, schieß dich schon alle ab. Ich habe dezent keinen Bock auf dich. 3. Oh, oh! Shit. Na los, Sonic. Genau. Hol dir, was dir zusteht. Und das ist etwas frische Luft. Obwohl, naja, kann man von frisch sprechen, wenn die Luft da aus irgendwelchen Ruinenkanten, Ecken kommt? So. Auf den Kopf, die blöden Dinger. Und da ist schon wieder etwas Luft. Ist doch eigentlich gerade ganz in Ordnung, so. Hier durchzukommen. Es wird wahrscheinlich noch viel unangenehmer. So, und warum? Ich wollte mich gerade schon beschweren. Oh, oh! Ich musste da hoch. Ich habe hier keine Luft mehr. Ich ertrinke gleich. Leute? Ich muss doch irgendwo noch Luft sein. Da oben vielleicht? Nein. Hier war nichts mit Atmen, glaube ich. Gut. Also hier wieder alles. Toll, wie soll ich denn jetzt dieses blöde Ding da runterkommen, ohne mir weh zu tun? Vor allen Dingen mit meinem Timing. Oh, das war blöd. Das war blöd. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, wir sind zurück an der Stelle. So, und diesmal Safe State, wo wir beim letzten Mal, weil wir nicht aufgepasst haben, wegen der Luft elendig draufgegangen sind. Und diesmal bin ich ein bisschen vorsichtiger. So, und... Oh, aufpassen. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. So, hier schön die Luft gleich nochmal einsammeln. Und hoffen, dass wir unseren Schutzschild behalten können. Das wäre natürlich super genial. Na, 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 na. Genau, diesmal machen wir hier nicht einen auf Absaufen. Hallo? Ich habe gesagt, ich will hier diesmal nicht einen auf Absaufen machen. Das kann nicht wahr sein. Oh Gott, ich dachte schon. Huh.
Also du Knack-Knack-Knack-Fisch kommst aus dem Weg. Obwohl, naja, eigentlich war das ja gar kein Knack-Knack-Fisch. Die Knack-Knack-Fische knacken sich, wie ihr Name schon sagt, ja, an einen dran. Und das hat er nicht gemacht. Greife deinen nur an und dann ist er, naja, am Ring geklaut. Luft, Luft. Ein bisschen Luft, Luft. Dankeschön. Oh, da fällt mir gerade was ein, was überhaupt nicht zum Thema passt, aber ich krieg gerade wieder so richtig Lust auf ein Königreich für einen Lama. Wow! Da es ja nur zwei Filme gibt, ich wusste, dass ich ihn verlieren werde. So, jetzt aber kann ich hier weiter? Nein. Ich riskiere es nicht zu ertrinken. Ich sammle hier die Luft ein und muss mal kurz Hallo sagen, dass ich hier bin. So, kurz gemeldet. Und dann kann es auch gleich weitergehen. Ja, wie gesagt, ich habe richtig Lust auf ein Königreich für einen Lama. Und da das, wie gesagt, nur zwei Filme sind, dazu gleich dann nochmal Couscous Königsklasse, also die Serie, dazu, die ich echt witzig fand. Also allein dieser Charakter ist einfach nur eine Klasse für sich. Schön, dass das geklappt hat. Und ich glaube, hier können wir dann jetzt wieder hoch. Ja, bestimmt. Ja, und ich habe es schon so lange nicht gesehen. Und wenn ich halt etwas lange nicht gesehen hatte, aber gut fand, dann kriege ich halt total Lust drauf, es mir wieder anzusehen. Ja, das war jetzt nicht zu vermeiden, sag ich einfach mal. So, aber dich möchte ich jetzt bitte loswerden, bevor ich hier elendig ersaufe. Dankeschön. Was wollte ich jetzt sagen? Ich hab's vergessen. Was ist das denn für ein fieser Mist hier? Ohne Spaß. Soll ich das denn gescheit machen? So anscheinend nicht. Ja, an solchen Stellen erdreiste ich mich einfach mal, mir so viele Sicherheits-Safe-States zu machen, weil ich einfach keine Böcke habe. Weil so wirklich, weil so Sprüngen, wo ich echt teilweise Glück haben muss, weil mich da jeder Pixel so ziemlich blöd erwischen kann. Oh. Hat man schon so ein gutes Schild und dann ist es für nichts und wieder nichts weg. Ja, Kyoko wird ungeduldig. Oh, und beinahe hätte ich diese Stacheln da nicht gesehen. Aber nicht mit mir. Hä, wo bin ich denn jetzt? Leute, ich dachte, ich komme da oben jetzt wieder raus. Aber scheinbar war ich fehlinformiert. Nein, und ich bin schon wieder im Wasser. Okay, deine Kugeln wird schon wieder weg. Wir machen uns nicht noch mehr Ärger, als wir ohnehin schon haben. Gott, was ist das denn für ein Tee? Eigentlich der Darjeeling, aber ich habe das Gefühl, konsequent aufstoßen zu müssen. Das ist echt unpraktisch, wenn man gerade aufnimmt. Extra schon darauf geachtet, dass ich nichts trinke, was irgendwie halt im Bauch rumort und irgendwie aufstoßen und alles provoziert. Und dann ist es mit einigen Teesorten anscheinend sogar das gleiche. Aha! Ach, das sieht witzig aus. Eigentlich nicht, aber nein, sowas Blödes möchte ich nicht. Ich möchte diesen Schild wenigstens über diesen Gegner hinaus behalten. Dankeschön. Ich bin schon zufrieden. Reicht mir vollkommen aus. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass der Track hier ganz nett ist? Oh Mann. Sonic! Dankeschön. Oh. Gibt es doch nicht! So, aber jetzt will ich von dir den Ring haben. Als Entschädigung. Einfach nur schnell durch. Nein!
Ich habe keinen Ring, Leute. Das ist doch nicht euer Ernst. Ah, ich krieg hier doch noch einen Ring, oder? 1, 2. Super. Nein. So machen wir das auch nicht. 1, 2. Schnell durchlaufen. In das Kämmerchen. Oh. Kann es sein, dass der Kampf verändert wurde? Endlich mal. Aber ist jetzt auch ganz schön schwerer. Na los. Boah. 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 Also da muss ich sagen, der Schwierigkeitsgrad ganz schön angezogen. Ich glaube, da erlaube ich mir das sogar mal mit Safe States zu machen, weil... Geil. Weil ich ja auch überhaupt keinen Ring habe. Und ohne einen Ring das durchzuziehen, also es ist auf jeden Fall schaffbar, wenn man sich konzentriert und ordentlich sich die Stellen raussucht, von denen man halt dann angreift, dann geht das auf jeden Fall. Huch, was war das denn gerade? Wurde er wohl seltsamerweise nach unten gedrückt? Nee, und das war nicht gut. Ich sehe schon, komm, ich versafe-state mich. Deswegen gibt es hier vorsichtshalber einen Final Fight. Safe-state, genau. Den ich im Zweifelsfall einfach wieder laden kann. Wenn ich mir das hier jetzt gleich versaubeute. Oh Mann. Na? Toll. Keine Ausweichmöglichkeit ist auch eine Ausweichmöglichkeit? Ja, genau. Leute, geht das hier schon los? Scheinbar nicht. So, einmal getroffen. Gespeichert und... Eggy? So kann man es auch versaubeuteln? Was zur Hölle ist hier gerade passiert? Warum passiert hier nichts? Hello? Anybody here? Ach, das ist doch scheiße. Mann. Was habe ich gemacht? Verdammt. Jetzt sind hier meine ganzen komischen Speicherdingsies. Und ich muss echt aufpassen, dass ich hier nicht welche anlege, die mich dann durcheinander bringen. Oder die alten, die ich nicht mehr brauche, vielleicht einfach mal löschen. So. Minjung. Schön. Jetzt geht's wieder. Und hat mich mal gleich abgefuckt. Ach, Sonic. Ich weiß, dass du hier springen kannst, sodass du nicht auf den Sack kriegst. So. Kommst du auch nicht durch. Wow, was ist denn hier los? Machen wir das eben ganz anders. Um dann hier zerquetscht zu werden. So. Aber wir haben ihn wenigstens nochmal getroffen. Den Schlawiner. Aber hier nicht. Das geht noch besser. Auch wenn es so eigentlich noch fieser ist, weil wir im Grunde wissen,
wo er hinkommt. Aber wir machen dann automatisch den Abgang. Ja. Habe ich jetzt schon wieder so eine ungünstige Flugbahn erwischt. So. Nochmal getroffen. Sehr schön. Sehr schlecht. So, und nochmal getroffen. Geht doch einigermaßen. Wupp, wupp. Oi. Meine armen Nervskis. Oh, trotzdem auch getroffen? Scheiße. Darauf ein Safe State. Nein. Ich will ihn da hinten erwischen. Ha. Es wäre der letzte Treffer gewesen. Ach, egal. Noch einmal kriege ich dich auf jeden Fall zu fassen, mein Freundchen. Aber nicht, wenn du aus der Richtung kommst. Das ist mir dann auch zu blöd. Hey! Meine Pixelrechnung hatte gesagt, das geht noch auf. Haha! Und er ist down. Und da ist der nächste Hack. Scheinbar durch. Woohoo! Ich hoffe, das ist da jetzt nicht zu und ich komme da durch. Lass dich erwischen. Lass dich von mir angreifen. Ja, geil. Dann eben nochmal. Und damit mir das nicht nochmal passiert. Sowas Blödes. Nur weil ich ihm noch eins auf die Mütze geben wollte. Egal, dann lasse ich ihn einfach die Biege machen. Tschüssi. Und wir haben die Welt vor Eggman gerettet. South Island hat seine Ruhe. Wir haben zwar nicht alle Chaos Emeralds, aber hey, wir haben es durchgeschafft. Auch wenn am Ende kleine Hilfsmittel nötig waren. Team Megamix darf. So, und jetzt ist wieder Abspannzeit. Schöne Zeit. Wir können noch mal ein bisschen zurückblicken auf das, was wir alles durchgemacht haben. Und lesen jetzt noch mal von den Leuten, die maßgeblich daran beteiligt waren. Ja, und mein Fazit zu dem Hack. Also, er hat auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht, hatte sehr schöne Level, teilweise einfallsreiche neue Sprites und trotzdem, dass es ab und zu mal Layering-Fehler gab, war es jetzt nicht so extrem wie im CS-Faktor. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die das jetzt wieder verbessert haben, weil es gibt ja schon Version 4.0, aber die war wohl noch nicht ganz stable und deswegen habe ich mir gedacht, nee, dann zocke ich die nicht an, weil wenn da noch irgendwie bekannte Fehler drin sind, die nicht ganz so funktionieren, ist das ja blöd. Gut, einzige Sache, die vielleicht komisch war, war dann halt am Ende, als Eggie plötzlich sich gedacht hat, nee, ich mach den Final Fight nicht mehr weiter. Aber ansonsten ist eigentlich alles wirklich super gewesen, also super zufrieden. Und ich kann nur sagen, zock den auch an. Das ist, dieser Hack wurde nicht umsonst für die Piraterie genutzt und in China und allen Ländern, die von China beliefert werden, verbreitet. Als echtes Sonic-Spiel. Ja, und ansonsten... irgendwas will ich nochmal sagen. Toll. Ist natürlich sehr unpraktisch, wenn man in den Credits und im Abspann dann keine Ahnung mehr hat, was man von sich geben wollte. Doch. Es wird noch einen zusätzlichen Part geben, weil wir haben ja jetzt nur das Gameplay von Sonic gesehen. Und das ist ja blöd, weil es geht halt auch noch um andere Charaktere hier. Und dann möchte ich diese einfach alle mal kurz zeigen. Und was es hier noch in dem Hack so gibt. Ja. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hier wird schon gesagt, ich soll es nochmal probieren, weil ich ja nicht die Chaos Emeralds alle eingesammelt habe. Aber danke, nein danke.
Obwohl ich das vielleicht irgendwann mal offscreen mache, sie alle sammle und dann jede Superform zeige, aber ich glaube, das wird dann nochmal was anderes. In einem anderen Projektrahmen. Okay, danke, dass ihr mir zugesehen habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es war interessant. Ihr habt vielleicht Lust bekommen, diesen Hack selber mal zu spielen oder habt euch gedacht, hey, der Nostalgie wegen, weil ihr den schon kanntet, war es ein nettes Let's Play, das mal auch hier zu sehen. Ja, und ich hoffe auch, dass wir uns dann im nächsten Projekt wiedersehen, das schon quasi in den Startlöchern steht. Und es sah schon ganz gut aus. Ich bin total in Vorfreude und so. Also bis dahin, liebe Grüße, eure Kyoko.